She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Ja Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind gerade bei FX und EP Performance hier in Basbüttel und heute wollen wir euch mal die Räumlichkeiten hier zeigen. Der AMG bekommt neue Hinterreifen, die driftet auch gleich nochmal ein bisschen, gibt noch ein bisschen Action. Die müssen auf jeden Fall runter. Neue haben wir auch schon am Start. Kommen nochmal neue rauf. Und ja, dann zeige ich euch mal ein bisschen, was die Jungs hier machen. Echt super geiler Laden. Und ich würde sagen, jetzt geht's nochmal ein bisschen Action, Abfahrt dafür. Hey, ich hol ein paar neue Sneakers aus der Schuhbox und geh raus. Lauf der Shop mit seinem Lächeln, kauf ne Power Red im Blau. Treff mein Bruder da am Corner und der rollt noch einen auf. Chill den ganzen Tag im Park und kippe Bierchen in meinen Bauch. Ich hab nichts wirklich zu tun, ja, das Leben ist es gut. Adri sticht mir ein Tattoo, ich roll im Benzer mit meinem Boot. Trinke 1, 2, 3, 4 Shots an der Bar. Gib mir 2, 3 mehr und ich komm nicht mehr klar. Das Leben meint gut, häng mit Brüdern jeden Tag. Eine Molle in meinem Magen und hab Shot in mein Arm. Ja, ich wache, hacke auf und abends geh ich total Schaden. Leben eine Party, nein, ich kann mich nicht beklagen. Ja, das ich würde mal sagen, so viel dazu, ne? Ja, genau. Wie ihr sehen könnt, wir sind heute, wie ich auch schon bereits gesagt, bei EP und bei FX Performance in Basbüttel. Und das sind beide Tuning-Werkstätten. Und heute wollen wir euch einfach mal die Räumlichkeiten zeigen, zeigen, was die alles für Leistungen anbieten. Die stellen tatsächlich auch eigene Produkte her, wie zum Beispiel die Schubumlaufventile, werdet ihr hier eben auch schon gehört haben. Genau. Und Reifen wechseln werden wir auch. Ansonsten ein paar Projekte haben sie ja auch stehen. Auch ein schöner 4, den sie umgebaut haben. Vorne auch komplett alles mit Carbon verbaut. Hier mit Turi, schöne Performance, Carbonabdeckung. Haben wir eine schöne, ich glaube, Carbon-Wäschanlage war das verbaut? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hier müssen wir, glaube ich, hinten drauf. Ich glaube, wir müssen ein bisschen lauter reden. Ja, genau. Einfach wunderschön hier. Das sieht richtig schmackhaft aus. Hier die schöne Eventuri. Ja. Ich würde sagen, die kommen erstmal wieder ein bisschen runter und dann geben wir mal gleich ab in die Räumlichkeiten. Wir dachten, wir drehen heute mal ein spontanes Video. Der Jonas hat mich angeschrieben, ob er mal vorbeikommen kann für Räderwechsel. Und dann dachten wir uns, komm, wir drehen mal ein Video dazu. Zeigen euch mal, was wir hier anbieten, was wir hier, ja, was für Fahrzeuge wir hier haben, wie die Raumgestaltung hier ist, unsere Hallen. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal direkt hoch. Fangen wir mal mit den Büroräumlichkeiten an und gehen dann mal weiter zur Werkstatt. So meine Freunde, jetzt sind wir im ersten Obergeschoss, wo die Büroräumlichkeiten sind. Kommt mal mit, ich zeige euch mein Büro. Ich folge dir mal, mein Lieber. Natürlich. So, was hast du hier Schönes? So, ich sag mal, das ist meine Area, mein Büro. Hier finden Kundengespräche statt, wo wir individuelle Fahrzeugumbauten machen. Natürlich haben wir hier, es gemütlich, der Kunde kann sich hier, ja, seine Wunschvorstellungen kann er einfach uns erzählen, beziehungsweise was er sich vorgestellt hat. Wir versuchen mit allem möglichen Wissen und Umsetzung das Ganze einmal dem Kunden zu präsentieren, dass er auch am Ende zufrieden ist und das Fahrzeug in einem wunderbaren Zustand ist, so wie er sich vorgestellt hat. Und
Ja, soll das sein. Also hier ist quasi der Denkraum, hier entstehen die coolen Ideen quasi für Umbauten. Ja, so kann man sagen, ne? Ganz genau, genau. Sehr geil. Das ist mir auf jeden Fall auch gleich hier aufgefallen, euer cooler Motorblock, den ihr hier stehen habt. Erzähl da doch mal eine Story zu. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, du bist schon der Hundertste, der jedes Mal, also derjenige, der ins Büro kommt, sagt, ey, da fehlt doch irgendwas. Die Platte. Die Platte wird, genau, du hast getroffen. Die Platte versuche ich schon seit einem halben, beziehungsweise ich habe es aus den Augen verloren, die Platte versuche ich schon seit einem halben Jahr zu organisieren, aber jedes Mal vergesse ich das, wieso, wie es ist. Wenn man einmal sozusagen seine Räumlichkeiten einrichtet oder wenn man es in die Länge zieht, dann vergisst man einige Sachen. Ja. Und ja, so war das eben auch der Fall, aber keine Sorge, die Platte organisiere ich. Sauber. Wenn du hier bist, dann können wir auch Getränke darauf legen. Perfekt, dann trinken wir hier ein, ne? Auf jeden Fall. Sehr gut. Das machen wir. Dann erzähl doch mal, was macht ihr bei EP Performance? Habt ihr für Leistungen, die Leute, die das sehen, dass sie gleich vielleicht einen kontaktieren können, wenn die ein Anliegen haben? Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr da so macht, was ihr so vorhabt. Genau. Im Großen und Ganzen machen wir alles rund ums Fahrzeug. Schwerpunkt liegt aber bei der Leistungssteigerung, die wir auch natürlich hier im Hause individuell auch herstellen, beziehungsweise auch programmieren. Und dann geht es weiter natürlich wie Fahrwerksumbauten, Felgen, Abgasanlagen. Abgasanlagen bauen wir zwar nicht selber, aber die bestellen wir von, je nachdem von wem der Kunde, was für ein Hersteller hat. Wo er Bock drauf hat, ne? Richtig, genau. Genau. Mhm. So, und dann machen wir Ambientebeleuchtung, dann Tieferlegen, Felgen, dann Klappenmodule für Abgasanlagen, weil bei AMG, ich denke mal der ein oder andere weiß das, werkseitig öffnen die Klappen nicht 100%, somit drosseln die auch die dB-Lautstärke durch die nicht 100% geöffnete Abgasklappe. Und da haben wir natürlich unsere Möglichkeiten, dass wir die Abgasklappe 100% öffnen können. Und zum Beispiel jetzt beim AMG V8 haben wir natürlich das super Bonnern im Komfortmodus untenrum. Dieses typische AMG-Brüllen, was man auch haben will, wirklich, ne? Ich habe hier hinten noch was Schickes gesehen, ja. Und zwar, da können wir auch später im Video nochmal drauf eingehen. Das sind hier, glaube ich, hier schicke Schubumluftventile, oder? Genau, das ist unsere Eigenproduktion. Ich kann mal kurz einen zeigen. Ja, mach das mal. Da gehen wir eh nochmal später kurz besser drauf ein. Genau. Mit unserem Logo drauf. Zeig mal das Logo, das sieht ja geil aus. Ist das so CNC-mäßig gefräst? Richtig. Sehr geil. Alles auch made in Germany, aber da sprechen wir mal später drüber. Ja, würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal zum anderen Kollegen rüber ins Büro. Der erzählt auch nochmal ein paar Sachen und ich würde sagen, ab dafür. Ja, wir waren ja gerade bei EP Performance im Büro, da habt ihr ein paar Worte von mir auf jeden Fall gehört. Jetzt gehen wir noch einmal zu FX Performance quasi rüber. Nur zur Erklärung, damit ihr euch jetzt nicht gleich fragt, hä, wie, warum. Das ist quasi ein großes Gebäude hier. Da sind aber zwei Firmen drin, einmal EP Performance, einmal FX Performance. Und Per kann mir die Kamera jetzt mal geben. Und dann gehen wir einmal zu FX Performance, zum lieben Mehmet einmal rüber ins Büro. Und der erzählt euch auch ein paar Sachen. Moin, mein Lieber. Alles klar bei dir? Na, alles klar? Ja, alles super. Alles bestens. Ja, ich war gerade schon bei deinem Kollegen drüben. Jetzt bin ich bei dir hier bei FX Performance. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Firma. Also, ich bin der Inhaber der Firma FX Performance. Ist 2017, so wie es im Namen schon drin steht. Ich habe die Firma gegründet am 01.06.2017. An dem neuen Standpunkt sind wir jetzt seit einem Jahr. Und bei uns wird einfach alles rund ums Auto betreut, sprich wir betreuen sehr viele große Firmen mit ihren Flotten. Wir machen Servicearbeiten, Reparaturen, Tuningmaßnahmen nehmen wir an jedem Fahrzeug vor. Dann haben wir eine zweite Firma, womit wir Windschutzscheiben und allgemeine Autoscheiben tauschen. Selbstverständlich über die Versicherung. Wir arbeiten tagtäglich mit jeder normalen Versicherung zusammen. Und ja, wir sind ein meistergeführtes Betrieb. Und haben zwei angestellte Meister und Azubis haben wir hier, Gesellen haben wir hier und ja, das ist mein Reich hier oben im Büro. Umso mehr Arbeit es oben im Büro gibt, umso mehr Arbeit gibt es auch unten in der Werkstatt. Ohne das Büro läuft die Werkstatt leider nicht. Ja, das ist der Kopf von dem Ganzen, genau, ne? Genau, deswegen kümmere ich mich immer ganz fleißig um die Büroarbeiten, um die ganzen Kundengespräche. Hier oben ist unser Büro, wo wir uns mit den Kunden gerne zurückziehen können für individuelle Umbauten, wenn irgendwelche Sachen noch länger geplant werden müssen und ähnliches. Und alles andere, was nur schnell einmal die Serviceannahme, Abgabe, ist alles unten in unserem Bereich. Das haben wir gerade schon gesehen, ne? Ich kann aber das Büro hier ein bisschen zeigen. Sieht ja echt super aus hier bei dir, mein Lieber. Richtig gemütlich. Und hier wird dann alles besprochen, Umbauten etc. Genau, ne? Ja, sehr schön. Du hast ja auch einen tollen Ausblick auf die Werkstatt, ne? Ja, ich muss ja auch alles immer im Blick haben. Hast alles im Griff, habt ihr auch alle ordentlich alles arbeiten. Alles genau läuft, ob irgendwo was los ist.
habe ich alles von hier oben immer im Blick. Ja, das sieht doch gut aus. Genau. Und die Kunden können sich auch die Autos schön angucken, genau, von hier oben, ne? Das ist super. Und ich würde sagen, dann springen wir mal nach unten in die Werkstatt und gucken uns den Ding an. Genau, dann lass uns einmal runtergehen. Perfekt. So, dann kommt mal mit. Wir zeigen euch nochmal hier die ganz große Räumlichkeiten hier oben. Und dann gehen wir auch direkt in die Werkstatt. Hier haben wir unsere Küche. Brauchen wir nicht viel zu erzählen. Geht schön. Hier gerne. Riecht doch schön nach Pizza hier. Ja, das ist so für uns. Am Anfang war das mal ein Kundenwartebereich, aber das haben wir jetzt nach vorne verschoben. Hier können wir entspannt abends, ob das nicht Shisha rauchen und filmen oder wie auch immer. Chillig. Hier muss ich einmal abchillen. Das sieht gut aus. Hier gleich einen Blick runter in die Werkstatt. Kommt mal mit. Das ist jetzt die erste Halle. Genau, wie viele Hallen habt ihr denn? Drei. Drei Stück an der Zahl. Das ist mächtig. Also eigentlich vier, aber in der vierten Halle ist unser TÜVer. Wir bieten auch hier bei uns auf dem Gelände Eintragung, Einzelabnahmen und normal natürlich HU, AU bieten wir natürlich auch an. Sehr geil. So, wir kommen zur ersten Werkstatt, zur Halle. Hier haben wir zwei Hebebühnen. Wir haben unter anderem einmal einen Waschraum, dann haben wir einen Raum, wo wir Pulver beschichten. Und ach, das macht ihr auch noch, Pulverbeschichtung? Genau, richtig. Geil, also Felgen und so kann man auch mal vorbeibringen. Richtig, auch richtig. Schick machen lassen, genau. Oder nur beschichten? Nein, natürlich nicht. Also alles, was in unserem Rahmen ist, wenn die Felge jetzt nicht komplett zerstört ist, können wir natürlich reparieren. Könnt ihr meine reparieren? Die können wir uns mal gleich anschauen. Die gucken wir uns gleich mal an. Gleich was genau. Genau, im zweiten Raum haben wir unser Verbrauchsmittellager, sag ich mal, wo wir Altmetall sammeln, unsere Öle und ja, die große Tonne da. Das ist Pipi, Ed Blue auch genannt. Allerbest. Hier haben wir alles, was Reifen umziehen, Wuchten und Spezialwerkzeuge. Da geht's für uns gleich noch rein. Da geht's nochmal für euch rein. Deswegen sind wir überhaupt gekommen, ne? Genau. Ich glaube, wir sind schon 4 Stunden hier und wir haben noch nichts angefasst. Also da müssen wir gleich noch ran. Ob wir wollen oder nicht. Perfekt. Genau, hier haben wir noch Schweißarbeiten, die wir durchführen. Eine Presse, dann Standbohrer. Ja, was sollen wir dazu sagen? Das ist euer neues Project Car, oder? Genau, das wird ganz wild. Da kommt noch Herr Busa-Motor rein. Perfekt. Da ist zum Beispiel sein Neffe fährt damit rum, meine Tochter. Süß, perfekt. Auch Spaß haben. Ja, klar. Gehen wir mal direkt in die zweite Halle. Ich freue mich im Sommer wieder auf eure geilen Events hier, ne? Natürlich. Das wird richtig gut. Ich kann euch was ganz Besonderes erwarten. Ja? Genau. Ich freue mich drauf. So, hier sind wir gleich auch in der zweiten Halle. Ist natürlich, also wir filmen gerade in vollem Betrieb, wir sind hier noch am Arbeiten. Hier haben wir eine 4-Säulen-Bühne, wo wir auch Achselmessungen durchführen, was auch ganz, ganz wichtig ist. Dann haben wir noch eine Bühne für Servicearbeiten oder je nachdem, was eben anfällt. Richtig. Dann haben wir da hinten nochmal einen Waschraum, wo wir Motorreinigung auch anbieten, was auch ganz toll ist. Wenn wir noch schönen Service machen, muss der Motorraum natürlich auch schick sein. Das hört sich auch geil an. Hast du noch irgendwas zu ergänzen zu der Halle? Eigentlich nicht. Hier ist unser Einfahrtsvor, hier fahren wir rein. Hier ruhig wird das aufgeteilt auf die ganzen Hallen. Genau, also kommt hier das Auto quasi rein, geht dann entweder nach rechts oder... Genau. Perfekt. Hier sitzt dann... Ja, mach mal hier Licht an, mein Lieber. Sonst sehen wir hier nicht so viel. Genau. Hier stehen dann unsere Projektfahrzeuge selber, von uns selber. Altmetall und Altmüll, alles steht dann hier. Dürfen wir das schon alles filmen hier? Ja, klar. Perfekt. Die Fahrzeuge, die hier stehen, sind größtenteils Fahrzeuge, die teilweise zerlegt sind, die nicht draußen stehen bleiben dürfen, weil da irgendwelche Leitungen und Ähnliches noch auf sind. Und das ist einfach unser Lager, Warenlager. Alles, was reinkommt, kommt erstmal hier rein und von hier wird das dann sortiert. Alles Mögliche, was nicht jeder sehen soll, steht dann einfach immer hier. Ja, okay, alles klar. Unser Proberaum ist dann hier, hier steht dann unsere Projektfahrzeuge. Ja, schön. Das haben wir hier. Schön. Jetzt kommen wir zu den leckeren Sachen, den Maserati hier, ne? Ja, genau. Das ist aktuell das Projekt von FX Performance, von Mehmet. Und das ist gerade noch im Gange. Da werden euch auch nochmal sehr, sehr spannende, geile Videos erwarten. Und auch was möglich ist an Umbauten und Ideen, die man umsetzen kann. Ich will jetzt auch nicht viel dazu noch darauf eingehen, denn da werden noch separate Videos drauf folgen. Ja genau, also wenn ihr auf jeden Fall Bock darauf habt, auf so einen Content, dann könnt ihr es aber in die Kommentare schreiben, dann können wir das ja auch mit der Kamera mal so ein bisschen begleiten. Genau. Ne, und dann euch da auf dem Laufenden halten. Ja. Ich bin gespannt. Ja, aktuell, ihr seht, die Halle ist ein bisschen kuddelmuddelig, aber seid gespannt. Euch wird dieses Jahr noch einiges erwarten, geile Sachen, was auch diese Halle angeht. Da werde ich auf jeden Fall nichts zu verraten. Ich glaube, Mehmet auch nicht, denn das wird schon ein echter Knaller. Ich bin gespannt. Wir können ja noch mal ein bisschen... Natürlich. ...das schöne Auto hier zeigen. Oh, Carbon hier alles. Das ist von Werk, so Carbon-Paket? Nein, das haben wir machen lassen. Das habt ihr machen lassen, genau, alles glaub, klar. Ja, sonst erzähl doch mal, was ihr in dem Auto schon gemacht habt. Ich glaube, ich habe den erst seit
2-3 Wochen? So einen schon mal. Wir haben ihn damals mal gekauft. 2014 haben wir einen gekauft. Der war aber nicht so sportlich, weil es ein Diesel war. Das ist jetzt diesmal ein V8 Biturbo. Geil. Macht ein bisschen mehr Lärm, ist ein bisschen schneller. Jetzt haben wir schon Folgendes dann gemacht. Wir haben ohne Ende Akzente, so wie die Lufteinlässe hier, Türgriffe, Außenspiegel, Heckspoilerlippe und ähnliches sind schon aus Carbon, passend zum Innenraum, weil die schon am Werk aus Carbon sind. Ui. Das sieht genau, natürlich, das sieht sehr clean aus alles. Für uns, weil wir mal gucken wollen, was da überhaupt leistungsmäßig geht, was man da alles rausholen kann. Das Auto hat schon ein KW-Variante 3 Fahrwerk von uns bekommen, hat Spurplatten vorne auf der Vorderachse mit 2,5 cm, Hinterachse 3 cm schon drauf. Ich merke schon, die werden keine halben Sachen gemacht. Selbstverständlich wird das alles eingetragen, alles so, dafür steht da auch hier. Dann steht hier hinter noch ein C63 AMG S, ein Coupé mit einer speziellen Farbe. Ja genau, erzähl da doch mal was zu. Das ist doch deiner, oder? Genau, das ist auch einer von mir. Das ist die Farbe heißt Platin Silber und Platin Matt heißt die Farbe. Auto hat eigentlich eine sehr gute Ausstattung, bis auf zwei Sachen, die fehlen leider. Das Schiebedach, das wird mich richtig triggern. Leider das Keyless Go. Dafür habe ich aber eine Carbon-Keramik-Bremsanlage drauf. Genau. Und das ist auch ein Projekt, die jetzt bis zum Sommer durchgesetzt werden sollen, fortgeführt werden sollen. Deswegen jedes Mal, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben. Damit man Kohle in die Autos reinstecken kann, muss man auch erstmal ein bisschen Geld verdienen. Genau, richtig. Genau, und hier habt ihr die Stoßstange von Maserati noch liegen, ne? Die Stoßstange von dem Maserati, ja. Die steht hier, weil die Scheinwerfer noch unterwegs sind. Perfekt. Genau, dann stehen hier diverse Reifen, Felgen. Was ist das hier für ein wildes Auto? Das ist ein E36 M3. Ui, das ist ja was ganz Feines, was ich hier in die Ecke gestellt habe, ne? Genau, da steht ein richtiger M3. Liebhaberfahrzeug, der ist jetzt bei uns da, dass wir den einmal komplett restaurieren, einmal komplett wieder von Grund auf neu aufbauen, dass er wieder im Neuglanz strahlt. Genau, dafür ist das Fahrzeug hier. Ja, sehr geil auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und ich würde sagen, wir sind jetzt hier, glaube ich, bei den Hallen schon fast durch, eigentlich jetzt so. Ja, richtig, wir, ne? Genau. Die vierte Halle wäre dann eben natürlich TÜV. Genau. Aktuell nicht da. Ich meine, wir haben es auch schon ein bisschen spät. Ja. Machen. Lass uns mal meine Felgen angucken, ob ihr die wieder hinkriegt. Natürlich, dann schauen wir uns mal die gleich. Genau, weil dann könnt ihr auch mal sehen, wie meine Felgen aussehen. Die sind sehr gebumst und ich glaube, wenn die Jungs die hinbekommen, dann bekommen die jede Felge hin. Schauen wir mal. Die sehen sehr schlimm aus. P, hast du noch den Leitmod auf Tasch? Sehr gut. Dann kannst du doch mal zeigen, wo ist die am meisten gebumst von Mike? Hinten weg. Weil Mike hat die Felgen nämlich zerstört. Ja, einmal das und zudem bist du noch schön im Harz beim Driften. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut mal gerne rein. Den Kannstein, geil. Danke, dass du nochmal erwähnt hast, Per. Ja. Lass doch mal einen Blick. Nicht, dass die Leute nicht denken, dass du nicht parken kannst. Ja, der Kannstein hätte natürlich fies sein, ne? So. Ja. Ich zeig das jetzt erstmal, wie das aussieht. Oh, was sagt ihr dazu? Ich sag mal, das ist jetzt nicht so wild. Hier ist nichts rausgebrochen. Da sind keine tiefen Kerben drin. Und das Ganze, wir arbeiten da mit einer kompetenten Firma zusammen, die CNC-Felgen Glanz drehen. Und somit können wir das Ganze einmal drehen lassen, weil wir sehen ja auch, die Stirnseite ist ja Glanz gedreht. Der Rest der Felge, das ist ja so ein Anthrazitton. Und da spricht nichts gegen, dass wir die Felge wieder besser als Serienzustand sogar hinbekommen. Geil! Nee, aber das ist kein Problem. Da sagst du uns einfach mal Bescheid, da vereinbaren wir mal einen Termin. Und kommst vorbei, wir machen das. Allerbest, so machen wir das doch. So, jetzt sind wir an dem Teil angekommen, wo wir einmal die Sprungventilspacer, ja, gehen wir mal näher drauf ein. Ja, das sind unsere eigenentwickelten Spacer für die Sprungventile. Auch sehr gut erkennbar durch den Schlitz hier, links und rechts. Es gibt ja auch einige, die du auch oder der andere kennt. Da sind ja so runde kleine Löcher drin. So drei meistens, ne? Ja, richtig, richtig, genau. Aber mir persönlich, ich finde das abpfeifende Geräusch von einem Restladeruck, finde ich nicht so schön. Hier hast du ein schön kräftiges, lautes Geräusch, was natürlich super zu dem V8 passt und auch viele, denke ich mal, auch hören wollen. Das ist so ein, ich habe schon vorhin gehört, das flattert so schön ab, ne? Ja, da hört man genau, den Lader so schön flattern. Richtig. Und du sagst quasi dann, dass durch die Schlitze gegenüber zu den drei Punkten der Sound dadurch verändert wird. Genau, wir haben auch nicht so einen großen Widerstand, so wie wenn er jetzt durch drei kleine Punkte rauskommt. Muss sich da durchquetschen, ne? Genau. Ähnlich wie bei Abgasanlagen, wenn du da natürlich größeren Rohrdurchmesser hat, verändert. Kann man es grob vergleichen. Genau, genau. So. Wir können ja einmal mal zum Motor gehen. Ich zeige dir mal, wo die dann verbaut werden bzw. zwischenkommen. Wir haben ja hier die zwei Schub-Ummelventile, die für die Ladedrucksteuerung zuständig ist, für den überschüssigen Ladedruck. Und die verbauen wir dann zwischen den Schub-Ummelventil und Ladeluftkühler. Denn die Ladeluftkühler V8
von dem Motor sitzen ja direkt hier unter. Genau, die haben wir direkt hier, die beiden Kästen. Genau. Dort und dort einmal. Das Gute an diesen Sachen sind, es ist jetzt nicht nur, ich sag mal, was fürs Ohr oder fürs Optische. Wir haben gleichzeitig auch eine Vorbeuge von dem Schmelzen, von dem Schubonofenzin. Denn da haben wir einen Kunststoffkolben und wie wir schon eben erwähnt haben, sitzen die Ladeluftkühler direkt da. Und die Turbolader, wenn wir mal hier schauen, sind ja nicht weit weg. Nee. Wir haben hier nur einen kurzen Weg. Hier unter laufen eben, ich sag mal, die Kanäle von dem Turbolader, von der verdichteten Seite zum Ladeluftkühler und da sitzen die Schubonofenzine. Und bei leistungsgesteigerten Motoren haben wir natürlich eine höhere Ladedrucktemperatur und dann neigen sich die Kolben auch mal zu schmelzen. Genau, das hatte ich auch schon, mein Kollege hat das tatsächlich mal gehabt. Da hat ihm das dann auch bis in die Ladeluftkühler reingeschmolzen. Genau. Oder sind die Dinger auch im Arsch? Richtig, da wollte ich dann eben nochmal drauf eingehen. Es kann natürlich so fatal kommen, dass eben ja, Stückchen abbrechen durch das Ladeluftsystem. Im schlimmsten Fall, im Worst Case, landet dann noch was im Motor. Und ja, da können wir uns alle ein Bild draus machen, was da dann genau noch passiert. Und du hast einfach einen langen Rattenschwanz, was du dann alles erneuern musst, beziehungsweise vor... Also es langt ja in dem Sinne dann nicht, ja, ich erneuere nur einen Ladeluftkühler, ein paar Schläuche. Du weißt ja nicht, ob irgendwas im Motor gelangt. Richtig, und den kann man super vorbeugen, indem man die Dinger genau sich einbaut. Bei was liegen wir denn da preislich bei den Geschichten? Ne? Wir liegen hier bei 2 Stück inklusive Einbau liegen wir bei 250 Euro. Wir stellen jetzt die beiden Autos mal nebeneinander, einmal mit Schubumluftventil von euch, einmal ohne Schubumluftventil, sprich bei meinem ist ja alle Serie. Und dann machen wir mal einen kleinen Soundvergleich und das seht ihr jetzt. So Leute, kurze Unterbrechung einmal und zwar, ich melde mich hier von der Raststätte zurück. Wir sind gerade dabei, das Video zu schneiden und uns ist aufgefallen, dass bei einem Video, was eigentlich jetzt kommen sollte, eine Frequenz quasi, die Audio Aufnahme fehlt. Ich kann mir das nur so erklären, wir haben mit dem iPhone gefilmt und ich glaube, dass beim Filmen sich das iPhone mit meinem Bluetooth verbunden hat. Und zwar, wir wollten ja einmal vergleichen, einmal Soundschub-Umluftventil von EP Performance, was in dem grünen C63 von ihm verbaut ist und versus quasi Sound mit serienmäßigen Schub-Umluftventilen, so wie es bei mir quasi ist. Bei mir ist ja alles Serie. Und ja, da ist die Audioqualität auf jeden Fall weg. Von daher können wir uns die Datei in die Haare schmieren. Deswegen haben wir jetzt hier nochmal aufgebaut und filmen das nochmal nach quasi. Jetzt gibt es einmal Sound quasi von meinem, der nichts verbaut hat, komplett Serie ist. Ich schmeiß den Koffer mal an. So hört sich das Ganze an, wenn alles quasi Serie ist. Die Trucker denken sich auch, was geht hier, aber auch ziemlich los gerade. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem weiteren Video. Jetzt geht's weiter und jetzt hört ihr den Sound mit Schubumluftventilen von EP Performance. Ab dafür! Auf den Wagen draufgespielt und durch die hört man das Geräusch von den Schubumluftventilen nochmal deutlich stärker. Eben war eine Software drauf, die hauptsächlich darauf fokussiert war, um laut zu klein, das war halt eine Testsoftware. Und in dem Sinne würde ich sagen, unser Kollege erklärt gleich mal ein bisschen was und ja, dann den Wagen nochmal. So, und zwar, wie schon eben erwähnt, ist da jetzt eine andere Map drauf. Die vorherige Map war speziell, sage ich mal, fokussiert nur aufs Knallen von den Pop & Bangs. Ich bin ein Mensch, ich probiere gerne an meinem Auto, an meinem privaten Auto was aus, um das Ganze mal zu verfeinern und zu exklusivisieren, wie auch, dass ich dann den Kunden denn das Beste anbieten kann bezüglich Pop & Bangs oder auch zeigen kann anhand Videos, wie sich verschiedene, ich sag mal jetzt Knallarten, Schubabschaltungen sich anhören können und dementsprechend intensiver auf den Kundenwunsch eingehen kann. Somit ja, ist jetzt eine andere Map drauf, wo wir die Taktung von den Schubumluftventilen geändert haben, dass die auch dementsprechend weiter öffnen und wir den Effekt von dem Abpfeifen von dem Turbogeräusch viel intensiver hören. Und ja, das zeigen wir euch mal jetzt eben.
Leute, jetzt geht es hier auch ein bisschen weiter im Text. Und zwar, jetzt werden wir einmal die Reifen umziehen, das wir schon die ganze Zeit vorhatten. Und ja, haben wir einmal aufgebockt. Reifen ist jetzt hier auch schon runter. Und ja, jetzt gehen wir rüber in den anderen Raum, um es einmal zu wechseln. Hier haben wir den einen schon, nehme ich auch gleich mit, aber den einen haben wir jetzt hier schon. Da wird auch schon fleißig gearbeitet wieder. Und der Gute kommt hier rauf. Was haben wir hier? Einen schönen Hankook. Winter Ice Concept Evo 2. Macht man, glaube ich, nichts mit falsch. Das war auch die Reifen, die wir damals nach dem Wörthersee aus München abgeholt haben, wo wir einen super Deal gemacht haben. Also echt top. Mal gespannt, wie die Reifen sind. Und da kommt er auch schon drauf. Eine Frage, gibt es noch einen besseren Reifenmonteur als Nick Krieger? Hier, bitteschön. Nice! So, wir kommen dann zum Ende vom Video. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen von unserem Werkstattalltag. Und ja. Genau. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was wir hier so treiben und umsetzen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt oder auch wie das Ganze hier entstanden ist, wie wir uns beide kennengelernt haben, schreibt ruhig in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert die Glocke und ja, in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, Peace und haut rein. Ciao.